Heute weiß ich den Text. The chance to break all abuse. Nein. Doch. Willkommen zur Folge 40 des Woanders Vegan Podcast. Heute mache ich die Begrüßung anscheinend. Du machst das sonst immer. Ich habe voll den Faden verloren. Warst du bei den Foo Fighters? Ich war so richtig bei den Foo Fighters. Und dann habe ich gedacht, grab ich mal meine Vanille Coke. Darf man das sagen? So, es ist Donnerstagabend für. Nee, Mittwochabend für uns, oder? Mittwoch? Ist Mittwoch? Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ja. Ich wurde geimpft. Ich merke noch nichts. Die zweite Moderna ist drin. Ich habe nur ein bisschen arm bis jetzt. Bei manchen hat die wirklich Nebenwirkungen, ne? Also ich glaube aber, dass nichts mehr kommt. Ich glaube, sonst hätte ich das schon. Oh, ich würde es eigentlich so gerne hoffen für dich. Ach, ich bin so robust. Ich bin wirklich einer der robustesten Menschen. Sagt der ein, zwei Tage vorher. Ach, ich glaube, ich habe Schnupfen, meinen Hals. Ich habe die Stauballergie. Kann ich dich mal kurz daran erinnern, was du vor 5 Minuten gesagt hast? Ey, mir geht's doch. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schnupfen im Kopf. Das war genau die gleiche Kassette. Du musst nicht immer sagen, dass ich doch, das doch, irgendwie... Doch. Ja, genau. Du wiederholst es auch ständig. Ständig, es war jetzt das erste Mal seit wie lange? Auf jeden Fall, ich hatte heute einen freien Tag, Melina war nämlich nicht da, es tat wirklich gut. Es tat uns beiden gut, es müsste öfter passieren, es könnte auch mal eine ganze Woche sein. Okay. Vielleicht wird es dann mal wieder irgendwie, oder? Okay, gut, dann gehe ich eine Woche, wenn meine Eltern Urlaub sind und meiner freien Woche, gehe ich dann da nach mir. Ach ja, ja. Habe ich den Rewe von meiner Haustür? Nein, das ist ja nicht grundsätzlich nötig, aber ich glaube hin und wieder. Das mache ich jetzt. Hin und wieder tut es wahrscheinlich ganz gut. Ich mache das also jetzt. Ja, okay, kannst du ja auch. Das ist ja auch dein Recht. Wenn du das brauchst, dann nimm dir das. Ja. Gut. So, du warst bei deinen Eltern. Was ging ab? Du warst im Rewe, du bist immer ganz begeistert von dem Rewe. Vielleicht einen kurzen Auszug. Nimm uns kurz mit in den Rewe. Erst bin ich gefahren nach Mielen. Der Weg war begleitet von Regen und vielen LKWs. Und ja, dann war ich da, wir haben gegessen. Ich habe mir natürlich das geilste Essen gewünscht, Ofengemüse. Meine Mama hat veganen Rhabarberstreuselkuchen gebacken. Ja, ich auch gegessen gerade, war sehr lecker. Und dann hat mir die Haare geschnitten. Dann waren wir natürlich danach im Rewe, weil ich noch ein paar Snacks kaufen wollte für unser Probiervideo. Und der Nastädter Rewe ist veganmäßig. Der ist top ausgestattet. Bin ich, aber auch die Gemüse- und Obstabteilung sieht so wunderschön aus und so qualitativ hochwertig. Ja. Alles sieht knackig frisch aus. Knackig frisch, richtig knackig. Und ich habe da so viele Sachen. Oh, du hast vieles gekauft, ja. Also ich hatte noch wesentlich, aber halt auch so scheiß, richtig, halt auch nur ungesunden Süßkram. Die haben da sogar diesen Frozen-Kuchen und den, der Aldi hatte im Angebot. Das ist so ein richtiger Dessertkuchen. Der das ist so ein einfach... Schoko, so ein, boah, der ist richtig mastig. Mm. Ja. Hast du aber nicht gekauft. Nee, ja, und dann haben wir noch Kuchen gegessen, nach dem, so um fünf, halb fünf, fünf. Und dann stand sie wieder auf der Matte. Hat und jemand geklingelt? Ich habe schon gedacht, wer ist das denn? Da steht die Melina da. Ja, und dann habe ich noch kurz mir ein paar Gürtel gekrallt, weil Vintage und so. Neu kaufen, no way. Hab noch was für die Gruppe abgestaubt. Sehr gut. Ja, jetzt sitzen wir hier. Sehr gut. Du hast mir eben was Schockierendes gezeigt, und zwar gibt es eine Familienwebseite von euch, die aus... Wie lange muss das her sein? Du warst 15, das heißt, es ist 10 Jahre her. Ja, von 2006. Und die Website sieht auch aus, als wäre sie von 2006. Also ja, das ist halt geil. Meine Mutter und ich kamen gerade vom Einkaufen, und dann hat einfach jemand angerufen. Und es war jemand, der wollte Nordic Walking Kurs machen, weil mein Vater hatte den Nordic Walking Instructor gemacht. Also vor wirklich, es war so 2005 war das. Ja, ja. 2005, 2006. Und er wollte halt einen Kurs machen und ich habe mir so gedacht, Wahnsinn. Dann habe ich mir gedacht, okay, es muss dir die Seite noch geben. Und ist ungelogen. Ich meine, da steht auch das letzte Mal überarbeitet 2011.
Aber immerhin. Ja, aber es sieht halt wirklich, es sieht... Es sieht aus wie 1998. Genau, und daraufhin gibt es auch noch unsere Familienseite, die mein Papa erstellt hat. Und eigentlich auch richtig so wie so ein kleiner Blog. Es sind zwar nicht mehr viele, es sind nie viele Einträge, aber da, das Bild an dieser Stelle, falls das irgendjemand hören sollte aus meiner Familie. Die sind alle grandios. Also ihr seid komplett abgebildet, auch eure mittlerweile tote Katze. Der Tiger. Tiger ist auch dabei. Tiger wurde ersetzt durch die Maya. Ja, stimmt, es ist jetzt eine neue Katze im Haus. Und die Maya ist heute nicht vor mir weggelaufen. Vorteil. Die, war das ein Ding früher oder was? Haben da mehr Leute irgendwie eine Familienwebseite erstellt? Weiß ich nicht. Mein Papa war halt immer schon so technisch anvisiert. So. Anvisiert? Also. So. Versiert meinst du? Anvisiert. Okay, hier wird anvisiert, hier wird scharf geschossen. Oh Gott. So, nee, ich fand's cool. So, ihr merkt schon, wir fangen mit so ein paar leichten Themen übrigens an. Was denn? Ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber wir kamen nochmal wegen den Urlauben und so. Wegen den Urlauben und so. Und dann kam mir irgendwie von Flughafen abholen, dass der Jürgen uns ja abgeholt hat. Das war gut. Und er meinte dann wohl zu meiner Mutter, oder doch zu meiner Mutter, ja, von wegen, es war aber eine einmalige Sache, weil es so eine Notsituation war. Und ich so, okay, das merke ich mir. Aber ja. Hier wird scharf geschossen, ich sag's dir. Hier wird scharf geschossen von allen Seiten, merke ich gerade. Ja. Vom Jürgen, so. Nee, also wir haben jetzt noch ein paar leichtere Themen. Ich habe eben, wo ich ein bisschen drüber aufgeregt habe. Ich weiß ja nicht, wie viele Hörer verfolgen MMA? Wahrscheinlich genau null. Conor McGregor. Wir sind auf jeden Fall, es ist auch eine gewisse, auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, warum man ihn ganz geil findet. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich ihn gut fand. Conor McGregor. Auf jeden Fall, der Typ. Kämpft jetzt wieder. Und es gab einen kleinen Eklat, woraufhin er dann den Kampf irgendwie verschoben hat. Und zwar hat er in seinem mit seinem riesen Mundwerk, hat er irgendwie was gesagt. Er spendet an die Stiftung seines zukünftigen Gegners $500,000. Ja, die hat er nie bezahlt. Dann hat der Gegner offengelegt, so von wegen, ey, Conor hat hier sein Versprechen ein Jahr lang nicht umgesetzt. Und dann ging es wohl los. Dann hat sich der Conor gekränkt gefühlt, meint, das wäre kein Plan da gewesen, von wegen, wie das investiert wird, das Geld. Und hat dann angefangen, einfach nur wieder zu beschimpfen. Und daran siehst du, was für ein dummes. Fügt ein, was ihr wollt. Das ist auf YouTube, hier darf ich das nicht sagen. Aber ihr fügt es einfach ein. Das ist einfach kein guter Mensch. Mein Gott. Also wirklich, auch wenn Show, und ich verstehe das, Show ist ein Riesending, gerade beim Kämpfen, gerade es muss ein bisschen spannend sein, und so jemand verkauft einfach Tickets, so jemand verkauft irgendwie Streams, aber wenn man so ein Vorbild ist, ganz ehrlich. Nee, das ist schon echt nicht geil, aber ich habe ja mein Problem, dass ich, wenn ich für jemanden, was heißt Sympathie hege? Sympathisch ist ja natürlich ist was anderes, aber sehr unterhaltsam und so, ja, finde und nicht negativ dem Menschen gegenüberstehe, dann das ist schon dumm. Also auch einfach scheiße zu sagen, ich spende was und mache nicht. Das ist keine Frage, aber alles so drumherum, was diese ganze Show und diese Pöbelei und so, davon lebt aber auch der ganze Bums. Davon profitiert ja auch der Gegner im Endeffekt, wenn er die Conor auf die Fresse haut und natürlich, dann ist das... Genau, diese Genugtuung, ich habe es dir eben schon gesagt, diese Genugtuung, wenn jemand, der so ist, der so auf dicke Eier macht, aber und wie dann gesagt, einfach liegt er da unten mit blutigem Gesicht ausgenockt und schau, aber wie ganz gesagt, ehrlich, da ich freue mich drauf. Heißt der Roman, nicht Romanov, wie hieß er? MMA-Fighter macht, aber einfach nur... wollen wir wirklich Khabib... Da wollen wir wirklich über Khabib reden? Ringen. Khabib ist ungeschlagen, ganz ehrlich. Ja, weil er Ringer ist. Nein, weil er Ringer ist, weil er einfach... Oh. Medina, du musst mal verstehen, wenn das einfach nur ein Ringer wäre,
ein Ringer kann keine Schläge einstecken. Ein Ringer weiß nicht, wie er ausweicht. Ein Ringer weiß ja, das die alles Leute können nicht. Ja nicht schlagen, weil der dir schon direkt in den Ringmodus macht. Ganz ehrlich, auf jeden Fall, das ist einer der besten MMA-Fighter, die es ja, gibt. Ja, aber dieser Typ, aber den finde ich so krass ja, unsympathisch. Den findest du krass unsympathisch. Das ist aber ein guter Mensch. Guck mal, der hat seiner Mutter gesagt, hier, nee, er hat genug gehört, auf, er kämpft nicht mehr für die Mama. Der fährt einen scheiß Toyota, ganz ehrlich. Und Connor, der von dem auf die Fresse, der kommt mit der Yacht in Dubai reingefahren oder was? Was soll das denn? Ganz ehrlich, mit seinem scheiß Whisky? Boah, nee. Ich bin 100%ig Khabib, auch wenn er nicht sympathisch wirkt, aber einfach nicht, weil er nicht so exzentrisch ist. Oh Gott, und ich glaube, wir langweilen hier alle, weil niemand weiß, von wem wir reden. Googelt mal Conor McGregor, da gibt es bei YouTube einen, da also kommt der ganz schnell dahinter, um was es geht bei dem Dude. Naja, aber spätestens so nach dem Mayweather und... Conor kennt man vielleicht oder? Schon, ist, aber boah, viele sind gar nicht beim Kämpfen. Ja, ich weiß, aber ich hätte richtig Lust mal auf so einen Kampf, also zu gucken. Ja, aber wenn dann was groß ist, ich habe keinen Bock auf so einen halbprofessionellen Kram, ey. Ja. Oh, ja, nee, wirklich, der geht gar nicht. Fuck the Mayweather. Fuck the Mayweather. Ich habe heute ein YouTube-Video hochgeladen. Oh Gott, was soll ich mir geben oder was? Kommt da gerade was raus? Du rülpst sehr oft. Das ist Standard mittlerweile. Auf jeden Fall, ich habe ein YouTube-Video hochgeladen heute und rede ein bisschen darüber, wie sehr das belasten kann, wie sehr YouTube unsere Beziehung belastet, dass man sich vorher einfach klar sein soll, wie eingespannt man gedanklich ist in diese man ganze muss Sache. Nämlich sagen, die letzten Tage waren sehr schwierig, weil Felix immer viel an YouTube denkt, aber die letzten Tage extrem und dadurch auch was ausstrahlt und man merkt es einfach. Und für eine Person, die weniger sich mit YouTube beschäftigt und das nicht als Priorität sieht. Aber nur etwas weniger beschäftigst du dich mit YouTube, ne? Etwas. Ja, aber weißt du, mit dem Ganzen und dann fällt mir das so unfassbar schwer, damit umzugehen. Ich weiß. Wir hatten das auch schon des Öfteren, ne? Wir hatten das des Öfteren, ja. Auf jeden Fall, ich habe ein Video darüber gemacht und so ein bisschen offen darüber geredet, über das Ganze. Und es haben auch ziemlich viele Leute gesehen, ich habe viele Kommentare bekommen und darunter auch so typisch deutsche Kommentare, wo ich dachte, okay, das ist wieder bezeichnend für die deutsche Mentalität. Und zwar sage ich im Video, wenn man dann monetarisiert ist, dann kriegt man vielleicht 30 Euro im Monat. So einfach, um zu sagen, okay, das ist nicht viel Geld am Anfang. Ja? Also für was macht man das überhaupt? Am Anfang ist es sehr wenig Geld. So. Und dann die ersten Antworten waren dann so, von wegen, ja, aber 30 Euro ist schon relativ gut. Also wenn du dann irgendwie, das musst du erstmal mit 30, und ich wollte einfach nur sagen, okay, das ist wenig Geld. So, weißt, ich habe das überschlagen, so ein bisschen, was ungefähr rauskommt. Und so, weißt du, dieses, und es sind auch Leute, die dann vom Drohnen-Ding oder von dem Foto-Ding kommen. Okay, egal. Auf jeden Fall das zweite Ding, was dann immer kommt, ist, also das Beste ist, das so als zeitintensives Hobby zu sehen. Weißt du, so, wo ich denke, ja, genau, das ist the German way. Ja, also so irgendwie von wegen, okay, mach mal sicher, ne? Mal nicht Job reduzieren und so, mach mal einfach Hobby. Und da kannst du doch auch alles machen, was du willst. Kannst du doch schön als Hobby machen, ha? Und dann denke ich mir immer, okay, die Deutschen denken einfach zu klein. Ganz ehrlich, wenn du irgendwas vorhast, dann gib mal alles dafür. Scheißegal, wenn du ein bisschen auf der Fresse landest. Scheißegal. Aber einfach, warum dann immer so auf halbem Tempo fahren? Ja, das mach mal ein bisschen so, auf sich. Ich finde tatsächlich sau krass, weil man hat das halt, also man hat das echt halt in sich so. Und es ist ja auch wirklich so, dass das so ein Kulturding ist. Es ist Kulturding. Und ich finde, das ist so krass, dass man, nur weil man woanders wohnt, ja, ne, ja, so komplett anders ist von der Einstellung, ja, oftmals. Ich finde das so Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Das sind auch nur Menschen. Ja. Ne? Und okay, jetzt gucken wir wieder nach Amerika und denken, da ist alles gut, da ist auch nicht alles gut. Aber du hast trotzdem irgendwie immer das Gefühl, da wird mehr gegönnt, Punkt eins, und da wird mehr so gesagt, okay, du hast einen Versuch, los, mach, keine Ahnung, probier es. Was auch ganz oft ist, wirklich dieses, jetzt, was auch so diese, ich sag mal,
diese Urlaubsländer, auch so viele sagen ja auch, selbst so viele Deutsche wieder, auch dieses den sich für andere freuen oder auch generell einfach so eine so eine Lebenslust zu haben. So null. Und das ist schon hier so echt. Weißt du, was ich will? Ich glaube, wir sollten irgendwann mal ausprobieren, woanders zu wohnen, ganz ehrlich. Wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben sollten, finde ich ja sollten auch. Wir es tun. Ganz einfach, um mal zu sehen, was so da dran ist an der ganzen Sache. Ob das man sich wirklich groß zu anders fühlt. Und auch einfach diese Möglichkeit, in der EU zum Beispiel zu wohnen, ja, zu nutzen. Ja. Ganz ehrlich, wie einfach ist es, auf den Azoren zu wohnen? Wie einfach? Ja, richtig. Easy. Krass. Und, wenn man das Traum. Will? Ja, ein Traum. Ganz ehrlich. Perfektes Klima, das ganze Jahr. Alter. Ach, auf jeden Fall, das sollten wir machen. Aber das fand ich, das habe ich mir wieder durchgelesen und meinte so, ja, genau. Es ist ja nicht negativ. Ich weiß ja, die Leute wollen sagen, okay, Sicherheit ist gut. Und na, aber trotzdem, für mich macht das immer so, yo, haltet doch nicht so zurück irgendwie. Gebt doch einfach, macht's doch einfach. Wohin fällt man denn? Wohin? Nirgendswohin. Was antwortest du darauf? Nee, ich gehe in die Richtung. Okay. Das ist natürlich immer respektvoll und ich sage, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist ja die Frage und das ist mehr als irgendwie Leuten dann so seine Sichtweise zu zeigen. Und das ist ja auch voll okay, dass man sowas schreibt. Ja. Ne? Und man muss ja immer wissen, was ist das, ist diese Denkweise praktisch für einen? Ist das alles. Es ist einfach. Nee, also man bleibt da ja respektvoll. Ich respektiere auch die Meinung. Ich respektiere das alles und das ist auch vollkommen okay und das ist alles gut. Ja, aber, wie immer, jeder muss für sich selbst. Ja, ich glaube, wir müssen aber langsam mal durch das Ding durchbrechen. Wir müssen mal irgendwie anders denken und ich hoffe, dass junge Leute heutzutage, ich habe nicht mit so vielen jungen Menschen zu tun, aber hoffentlich gibt es einen Umschwung, was das angeht, von wegen, um zu sagen, ey, nee, ich probiere das jetzt. Das ist ja auch eigentlich, es ist eigentlich krass, ne? Weil, Schluck? Oh, na gut. Weil dadurch, alles wird so viel offener. Wir kommunizieren mit Leuten am anderen Arsch der Welt. Ja. Und am Ende der Welt. Und sonst ist vulgär und so voll. Egal. Dadurch muss ich ja auch irgendwie doch auch so ein Mindset verändern von Nakuchu, oder? Ja, genau. Wir sind bei allem so global. Ne? Die ganzen Ketten, die ganze unser Verhalten, das ist alles, aber irgendwie manche Dinge bleiben fest verankert. Warum? Aber ist ja auch irgendwie, ist das auch in Anführungszeichen cool, ne? Also, dass es so gewisse Dinge gibt. Ja, macht ja auch gewissermaßen die Länder aus. Das macht die Länder aus und es ist wahrscheinlich einfach eine Sache. Werte werden eben von Menschen weitergegeben und egal wie global alles ist, man gibt das weiter, was man selbst erfahren hat. Und es wird auch immer anders aufgefasst, ne? Ich finde es immer so witzig, wenn ich diese Videos sehe, wo Menschen irgendwie hier nach Deutschland Urlaub machen und verreisen und dann so die so oft mal von wegen sagen, so okay, Fakten über Deutsche und Deutschland, die irgendwie cool finden und wo niemand sich als Deutscher Gedanken darum macht. Das ist immer ganz spannend. Ja. Oder auch wenn die Leute Berlin immer so krass finden, weil Berlin halt irgendwie Berlin ist, so dieses leicht abgeranzte, dieses geschichtsträchtige, dieses okay, in den 80ern, was da los war, dieses, weißt du, dieses hat ja so einen Mythos. Berlin hat so einen Mythos auf der Welt irgendwie so. Ist das so? Mhm. Schon. Also viele Künstler und so zieht's nach Berlin. Oh, ich glaube, wenn man so depressive Shit machen will. No, nicht nur dafür. Ich glaube, Berlin ist generell für Kunst und so ganz gut. Ja, es ist schon ein cooler Spot, glaube ich. Ja. Was uns, perfekte Überleitung, was uns zum Thema führt. Und zwar, ich weiß wieder nicht, das ist eben wie bei MMA, ich weiß nicht, ob viele Leute damit was anfangen können, aber mir fehlt es ein bisschen, mir hin und wieder mal eine Ausstellung anzugucken oder hin und wieder mal irgendwie ein Museum zu besuchen, also jetzt nicht Naturkundemuseum, sondern ein Kunstmuseum. Und lass uns einfach mal drüber reden. Ich meine, ich habe dich da immer mal so mit hin. Ich weiß noch, unsere eine der ersten. Das war ja damals auch kein Date, wir waren ja nicht zusammen. Nee, ist einfach so witzig. Du hast mich irgendwie halt gefragt, was wir machen. Und dann hast du, ja komm, lass uns doch dahin nach dem Motto. Und ich so, ja, voll geil, können wir gerne machen. Noch nie.
nicht ansatzweise sich damit auseinandergesetzt. mit Kunst und. Und ich dann bin waren, auch, dann sag mal, wo wir waren. Ganz oft waren wir in der Skien auch noch, wo wir, wie gesagt, wo wir nicht zusammen waren. Ja. Und ich bin immer da durchgelaufen und habe mir immer gedacht, so, okay, what the fuck, was tue ich hier praktisch? Hast du das echt, hast du das gedacht? Ich finde es immer relativ spannend auch teilweise. Manche Sachen gehen halt gar nicht an mich ran, aber ich stand jedes Mal so, und du hast halt immer so das analysiert und darüber halt geredet und deine Gedanken, und ich stand immer vor diesen Bildern und hab mir immer da, Wahnsinn, ich kann mich da ja gar nicht, ich sehe da nichts. Okay, das ist interessant, dass wir mal darüber, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Nee. Weil es wurde ja bei dir dann auch ein Stück weit anders. Ich weiß noch, wo wir dann bei Basquiat waren und so, also wo Dinge irgendwie dir näher waren. Ja, weil die so irgendwie an diesen, eher am Jugendstil, sage ich mal, drankommen. Genau, genau, ne? Genau. Das war sehr New York, sehr Graffiti, ja, sehr, genau. Also so 80er. Deswegen sind ja so Sachen wie, oh Gott, wie heißt der Typ nochmal? B-B-B-B. Basquiat, habe ich doch gesagt. Nee. Der Banksy. Ach, Banksy, okay, Banksy ist ja so ein, ja, den findet ja jeder irgendwie, kennt ich, jeder. Ja. Und ja, genau, genau. Aber das ist so interessant, weil Kunst ja was sehr, Subjektives ist, und wenn du damals da durchgelaufen bist, auch wenn du nichts davon, also Kunst kann man ja nicht verstehen. Natürlich gibt es Leute, die haben das studiert, die verstehen eher oder die können das in Bezüge bringen, aber letztendlich geht es nur darum, wenn du vor dem Ding stehst, vor dem Bild, vor der Installation, egal was es ist, wenn es irgendwas mit dir macht, auch wenn du dich nur fragst, oh Gott, what the fuck, was ist hier los, was ist das? Allein das ist ja Reaktion, ne? Ja, das Bild sorgt dafür, oder die Kunst sorgt dafür, dass du irgendwie reagierst, auch wenn es die ist, Kunst bringt dich nicht. Auch zu leiden. Ich muss gerade dran denken, als wir in München waren. Und wir, ich hatte Spaß. Also das war, glaube ich, der letzte Tag. Das also. War die neue Pinakothek. War das. Genau, und Francis Bacon. Da, genau, und das war, glaube ich, das war einfach nur schlimm, weil ich da durchgehumpelt bin. Ich hatte richtige Blasen, und wer mich kennt, ich bin eine richtige Pussy, ich kann einfach nicht laufen, wirklich. Ich bin zu einem Bild gestolpert, bin zum nächsten, und Felix ist da so richtig begeistert durch, und ich habe irgendwann fix und fertig auf so einer Bank gesessen, hab mir nur gedacht, Alter. Und es ist, und in einem Kunstmuseum, gerade moderne Kunst, da ist es meistens, das sah so kümmerlich aus, diese wahnsinnige Architektur, das sind ja auch immer riesige Räume und die riesige Bäder, Treppen. Das Bad und die war Bäder. So schön da. Und dann sitzt da Melina wie so ein kleines Pflänzchen auf der Bank. Pflänzchen war noch richtig fett, glaube ich. Inmitten des Riesenraums. Das war schon echt auch ein grandioses Bild. Also, ja. Und da konnte ich mich halt auch so null konzentrieren. Ja. Nee, also für mich haben diese Räume auch immer was. Also wenn ich da was in der das Nähe immer, hätte, ja. das nächste ist im Moment ja Frankfurt, ja, das nächste ist die Schieren oder irgendwie, und da sind ja auch nur wechselnde Ausstellungen drin. Also wir haben hier kein reines, modernes Kunstmuseum, wie jetzt ein MoMA oder eine neue Pinakothek, da hängt ja nur modernes Zeug. Ja. So. Und das Ding ist ja, dass in Wiesbaden gerade eins gebaut wird, und ich denke mir, stimmt, wirklich so, wenn ich mir da irgendwie eine Jahreskarte holen kann, würde ich das auch manchmal einfach nur machen, um reinzugehen, abseits der Stoßzeiten, so, um sich einfach hinzusetzen. Ich finde die Atmosphäre in so einem Gebäude immer extrem inspirierend. Ich meine, klar, da hängt viel Kunst, da sind aber auch Leute, die sich dafür interessieren. Also du siehst da ja ganz viel verschiedene Menschen, und du siehst meistens Menschen, die du irgendwie interessant findest. Also mir geht das zumindest so. Wenn ich in einem Museum für moderne Kunst bin, dann sehe ich meistens interessante Menschen. Ich bin tatsächlich immer sehr eingeschüchtert, muss ich sagen. Echt? Aber das sind auch jüngere Menschen. Ja, ja, aber dann laufen da trotzdem ganz oft halt noch auch. Ich glaube, gerade bei Basquiat, das war auch in der Schiene, ne, als die Ausstellung bei Basquiat da. Ja, das war Schiene. Und das ist das Publikum sagt man nicht, wie sagt man dazu? Oh, kannst du die Besucher sagen. Waren halt schon irgendwie jünger, weil Basquiat ja. Der zieht jüngere, ja, natürlich. Einfach weil das so, glaube ich, so gerade momentan so. Der ist auch immer noch, genau, das war gerade der Hype, wo die Bilder so verkauft wurden für 100 Millionen und so. Ja. Und
man müsste sich eigentlich lockerer, weil das auch so irgendwie so das Zeitgefühl momentan ist. Aber dann waren zwischendurch halt auch wirklich so ältere Menschen einfach. Und die sehen halt auch, ich finde, also Ältere, die da halt hingehen, das sind meistens, die sehen halt wirklich schon so, die sehen halt gute bis gut, bessere Mittelschicht. Gut situiert, oder so. Genau, Akademiker. Und, ja, und so, ich weiß, und das ist schon irgendwie so. Das darf dich nicht einschüchtern. Nee, das, ich weiß, aber es macht mir gerade, es ist dann so ein, ich weiß nicht, das macht mit mir was, wo ich mir so denke, okay. Du hast das Gefühl, dann nicht dazu zu gehören. Ja, und ja, das trifft es vielleicht. Und ich glaube, dann gucke ich immer so an mir, ich weiß auch nicht, ich fühle mich dann in Museen, weil die immer so schick sind und man selbst, unser Kleidungsstil ist nicht schick und dann immer so ein Stück nicht. Ja, aber es gibt auch trotzdem viele, die sehr basic sind. Ich sehe da oft Leute, die mit einem schwarzen Shirt rumlaufen oder die mit, also gerade die jüngeren Menschen da sind sehr, sehr, ich finde, da laufen viele minimalistische Menschen rum. Ja, sag ich, aber ich finde, also immer wenn ältere Menschen da sind. Okay, wenn ältere Menschen, ja, das ist nochmal ein anderer Stil so ein bisschen. Ja, ich finde, es ist immer spannend. Ich bin immer so, aber es ist immer so, wenn dann auch die, wie nennt man das, die Leute, die aufpassen auf die Bilder und kein Bild da und da, dann, ja, ja. Das macht mich auch immer ganz fuchsig, so, darf man jetzt, darf man nicht? Oh, werde ich hier gleich angekackt von der Seite? Ja, ja, ja. Ich kann mich noch dran erinnern an, ach, wo waren wir da? Ich weiß, dass es ganz schrecklich war, als wir in Berlin waren mit Mario und du uns praktisch durch diese Museumsinsel, durch diese. Das war aber auch nicht mein Ding. Das war schrecklich. Also, das war Quälerei. Ja. Ja, und für mich war es Quälerei, euch dabei zu haben. Ja. Ja, das ist halt auch immer so der Punkt. Ich hatte dann immer das Gefühl, ich schleife dich durch alles durch. Guck mal, wo waren wir überall? Wir waren damals in Amsterdam, waren wir in verschiedenen Sachen. Aber das war cool. In der Modern Tate, in London. Das war auch ganz cool. Das war, ja, natürlich. Aber ich habe immer so. Diese Dinge kommen immer, ich will immer da rein. Na, Basquiat wollte ich, da wolltest du eigentlich gar nicht so sehr. Du warst auch nicht so begeistert zum Schluss wie ich. Ja, weil das keine komplette Retrospektive war. Das war ja, da waren ja auch, da waren kleinere, da waren nicht die großen Werke dabei. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich hatte dann immer so das Gefühl, okay, will ich das da zu sehr, will ich sie damit zu sehr konfrontieren, dass sie sich da dahingehend öffnet, obwohl es sie gar nicht interessiert. Und ja, es ging in die Richtung so ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich da so drauf. Meine Mutter, die malt zwar und so, und wir waren auch öfter mal in sowas und die gucken sich das auch an, aber ich habe immer das Gefühl, die achten auf ganz seltsame Sachen. Also so, wo ich gar nicht, mein Vater hat da auch keine richtige Verbindung zu, was das in einem irgendwie auslöst und was das, also da, mein Vater kann dazu nicht viel, entweder ihm gefällt was oder nicht, aber er hat da keinen Zugang zu dem ganzen Ding. Ja, aber so bin ich auch. Ja, aber du verstehst doch eine gewisse Energie, die von manchen Kunstwerken ausgeht. Es ist doch nur Energie. Es ist doch wirklich, ich stehe vor was und irgendwas macht das. Und entweder provoziert es dich, wenn irgendwelche Szenen zu sehen sind, die provokant sind, und das gibt es ja auch regelmäßig, oder es sind einfach Farben, die in ihrer Zusammenstellung irgendwas machen mit einem. Entweder sagt man, ja, okay, das irgendwie. Aber das ist dann eher so, wie, was sind das, diese großen Rothko? Rothko. Mark Rothko. Die Bilder beziehen sich ja auch so krass darauf, dass du da drauf starren musst, um da dein Ding zu erleben. Ja. Das ist, nee, so Sachen finde ich auch cool. Ich bin halt eher so, wie gesagt, es gibt ja Leute, die stehen davor und dann stehen sie. Das kann ich halt nicht. Das bin ich aber auch nicht. Deswegen irgendwie dieses, wenn man da so durchläuft, die Sachen sich kurz betrachtet und Sachen, die einem so gar nicht liegen, einfach so da. Ja, okay, nee. genau. Und das ist fein, das finde ich gut und ich finde ja, und teilweise sind ja auch irgendwie so ein bisschen so aktivere Sachen oder diese, wie gesagt, als so Amsterdam, das war irgendwie cool, weil es auch so
dann kommst du in so einen Turm hoch und dann hast du diese Ausstellung von oben, irgendwie, ich glaube, so von oben konntest du das betrachten und dann so, ist es schon cool. Es wird doch immer interaktiver ein Stück weit, ne? Also die Kunstmuseen stellen sich auch irgendwie drauf ein, auf den Wandel der Zeit. Und Kunst heutzutage, also wirklich aktuelle Kunst, ist ja dann nochmal abgedrehter. Also also moderne Kunst, von moderner Kunst spricht man ja von allem, was irgendwie 20. Jahrhundert ist oder was da angefangen hat. In den 20er, 30er Jahre, da beginnt die Moderne in der Kunst. Das ist ja nicht modern, für uns ist es immer noch, es ist alt, ja. Aber jetzt die Gegenwartskunst ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Was ich glaube, ist, dass man sich nicht so viel Druck machen sollte, dass man vielleicht einfach, wenn man damit noch nie Berührungspunkte hatte und man denkt vielleicht, okay, vielleicht könnte es was für mich sein oder es interessiert mich einfach mal in sowas reinzugehen und nicht groß zu, okay, ich muss da jetzt was sehen und ich muss da jetzt irgendwie, oh, das ist jetzt ein Van Gogh und jetzt, okay, das ist irgendwie Kunst und so. Also weißt du, einfach durchgehen und einfach gucken, okay, was spricht mich an und was spricht mich nicht an. Und gar nicht groß drauf zu achten, okay, sehe ich jetzt alles, stehe ich lang genug vor einem Bild, dass die anderen Leute denken, ich würde da jetzt irgendwas reininterpretieren, sondern einfach, okay, ich bin in dem Raum und ich gucke einfach mal, was ist hier so drin? Was spricht mich irgendwie an? Was inspiriert mich? Oh Gott, ja, auf jeden Fall. Also sich Gedanken. Kommt man da auf den Gedanken, dass man jahrelange vor einem Bild steht damit? Nein, aber du hast doch gerade, das ist doch gerade das, was du am Anfang gesagt hast. Du fühlst dich eingeschüchtert, weil du Leute siehst, die dann davor stehen und wo du denkst, okay, was sehen die da drin? Ja, aber es ist jetzt nicht so nach dem Gedanken, so, oh, ich muss das jetzt auch so machen, um irgendwie super interessiert oder so. Nein, okay, ja, dann ist es genau das Ding. Es ist einfach, weiß ich nicht. Aber man darf sich nicht einschüchtern lassen und du wirktest, also so wie du erzählst, wirktest du eingeschüchtert. Ja, diese ganze Atmosphäre schüchtern, weil es alles so formell ist teilweise und so nicht anfassen und. Ja, genau, aber es muss um deine eigene Erfahrung gehen. Es muss um dein Ding gehen, von wegen, ich gehe da rein, ich gucke mir das an. Und was ich da rausziehe, ist nur meine Sache. Ja, nee, natürlich, ist es auch komplett, aber mir geht es trotzdem um die generelle Atmosphäre in so Dingen. Ich weiß. Da ist schon ein bisschen steril. Das fängt ja schon beim Ticketkaufen an und so. Das ist ja alles immer sehr reserviert. In jedem. In L.A. auch. Wir waren in L.A., waren wir im. Mocha? Mocha. Nee, im anderen. Wie heißt das andere? Ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt. Wir waren im anderen. Nee, auf jeden Fall. Ach, wir schon viel. Oder auch New York, ey. Das ist eine der großen. Museum of Modern Art ist einfach grandios. Ja, wirklich. Wir wären, auch wenn man ja, nicht. Da hingewiesen. Wir wären da gewesen. Bei schönstem Wetter. Ja. Also nee. Um das Thema Kunst mal vielleicht abzuschließen, ich bin einfach der Meinung, dass Kunst irgendwie in gewisser Weise auch da ist, um zu provozieren, um eine Gesellschaft weiterzubringen. Aber das muss man aber halt auch verstehen, ne? Ja, das muss man verstehen. Es gab aber früher immer mal wieder, und gerade Ulay war das erste, wo wir da in der Schirn waren. Das war unser erstes Ding. So, es war Ulay. Und der hat ja ganz früh, der hat Installationen gemacht und irgendwie so, oder der hat praktisch Dinge gemacht, die als Kunstaktion dann praktisch wahrgenommen wurden. Mhm. Also der hat irgendwie ein Bild aus einem Museum geklaut einfach, hat's mitgenommen, es war damals irgendwie nur möglich, und hat es dann bei einer armen Familie aufgestellt. Also weißt du, oder hat es einfach in diese Wohnung gehängt, dieser armen Familie. Also da hat es hat viel Gesellschaftskritik, es hat viel, also sowas, auch wenn es nur in der Zeitung stand, aber die Leute machen sich drüber Gedanken irgendwie. Was will der damit aussagen? Auf was will der aufmerksam machen? Auf was? Also dafür ist Kunst ja auch da, dafür ist ja auch Musik da, oder dafür ist ja auch, wir haben so oft über Kurt Cobain und so gesprochen. Ich meine, diese Menschen sagen, okay, was beschäftigt gerade diese Generation? Also die Politik, ja, muss sich manchmal auf Kunst. Ja, aber weißt du, diese Installation, das ist ja das Offensichtliche, ne? Also, aber es gibt ja auch Leute, die dann wirklich in Bilder, ich kann jetzt kein Beispiel nennen. Aber ganz ehrlich, du siehst an Kunst, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist oder auch gerade von Künstlern, die im Krieg waren, du siehst, wie diese Generation das verarbeitet hat. Ja, natürlich, aber trotzdem, das sind immer Leute, die, also was heißt immer, aber ich gehe mal davon aus, dass der Großteil, die Leute, die sowas besuchen, in irgendeiner Form, einen gewissen Bildungsstand haben
um zu verstehen, dass das nach der Kriegszeit und was das für Leute sind, wieso das so gemacht worden ist, so gemalt etc., muss man ja den geschichtlichen Hintergrund haben. Nein. Doch, wenn du nicht... Nein. Weil das Bild für sich spricht. Ja, aber wenn du nicht wusstest, dass das aus der Nazi-Zeit ist, und dann... Ohne Mist, wenn ich... Ich glaube nicht. Nein, wenn du vor einem Bild von Francis Bacon stehst, aus dieser Zeit, aus dieser Phase, wo er das verarbeitet, wenn du selbst im Krieg warst und du guckst dieses Bild an... Ja, aber dann weißt du, um was es geht. Nein. Du lebst doch in dieser Zeit. Du hast in dieser Zeit gelebt. Aber jemand, der heute sich für nichts interessiert, sag ich mal, von Geschichte irgendwie... Okay, wenn du von nichts eine Ahnung hast, dann wird es vielleicht schwer. Aber du siehst in diesen Bildern einfach Szenen, in denen du verstümmelte Menschen, du siehst Symbole, du siehst Dinge, die dich an diese Nazi-Zeit erinnern. Du siehst, diese Farbgebung ist so, dass es dich daran erinnert. Ja, aber also dann musst du dich mit dieser Geschichte geschichtlich auseinandergesetzt haben. Nein, aber ich rede davon, wenn du jetzt im Krieg selbst warst, sagen wir mal, es ist 1950. Ja, das ist ja was anderes, du hast es miterlebt. Genau, aber dann, du warst da und du stehst dann vor diesem Bild. Und du weißt, der Mensch, der das gemalt hat, der verarbeitet da gerade was ich auch durchlebt habe. Ja. Weißt du, diese Generation Kunst war in dem Moment dafür da, irgendwie auch in gewisser Weise Wunden zu heilen. Nein, weil viele Künstler verarbeitet haben, was passiert ist. Und deswegen sage ich, es ist wichtig für eine Gesellschaft, dass Kunst da ist, um zu erkennen, was sind die Probleme gerade und wie können wir die lösen. Weißt du, Kunst ist meistens sehr, sehr früh dran. Politik ist langsam, aber Kunst erkennt Probleme sehr, sehr früh. Das sage ich ja auch, aber wie gesagt, deine Szene, die du beschrieben hast, so kann nur jemand fühlen, der das dabei war. Oder der generell im Krieg war. Aber es bedeutet für jemanden, was der tote Körper gesehen hat. Und es macht mit diesen Menschen was anderes. Natürlich, aber weil die eine Verbindung dazu haben. Ja. Aber worüber streiten wir gerade? Wenn du eine Verbindung hast, dann bedeutet es dir was. Kunst bedeutet was. Ja, aber wenn du nicht verstehst, wie soll ich das erklären? Wenn es jetzt nicht so krass offensichtlich ist, okay, es ist Verstümmelung und etc., dass das irgendwie was Gewaltvolles, irgendwas mit Krieg, sondern irgendwie so künstlich, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube nicht, wenn jemand wirklich sich auch mit Geschichte, wenn niemand sich mit diesem Schmerz, Weltschmerz auseinandersetzt oder so, mit schlimmen Sachen, dann guckst du dieses Bild an und denkst dir so, ja, okay. Ich bin der Meinung, dass wenn du brutale Bilder siehst... Ja, aber gehen wir mal von dem Offensichtlichen weg. Kunst hat doch auch ganz... Nein, aber du siehst, wenn was radikal... Es muss noch nicht mal offensichtlich zu sehen sein. Es muss nicht offensichtlich zu sehen sein. Manchmal reicht Farbgebung, manchmal reichen Linien, um ein Gefühl in dir... Du weißt meistens, ist es was sehr... Was Fröhliches oder ist es was sehr... Ist es was zutiefst Traumatisches, wenn du ein Bild ansiehst. Ja, genau. Das ist natürlich so ein Feelingsding und man braucht nicht unbedingt einen gewissen Bildungsstand. Aber ich glaube trotzdem, oftmals benötigst du bei Bildern, die was Gesellschaftskritisches ausdrücken wollen, glaube ich, dass du schon einen gewissen Bildungsstand benötigst. Ich rede nicht von Gefühlen. Natürlich, das kann jeder kann ein Gefühl für etwas entwickeln. Aber darum geht's doch. Wenn das jeder kann, genau darum geht's. Wenn du ein Gefühl entwickeln kannst, wenn du was ansiehst, dann bist du richtig. Und ich finde das immer so, ich finde es falsch zu sagen, wenn jemand keinen gewissen Bildungsstand oder keine die Herkunft oder irgendwas, es ist falsch zu sagen, dieser Mensch wird im Museum nichts finden, im Kunstmuseum. Das sage ich doch gar nicht. Aber es ist so von wegen, es ist schwierig für jemanden was zu sehen, wenn er diesen Bildungsstand nicht hat. Ja, aber wenn niemand eine Ahnung hat von der Wende zum Beispiel oder so und dann so ein Bild sieht, dann wird er das doch nicht in Verbindung bringen. Aber dann ist ja egal, was er erstmal in Verbindung bringt. Der kann ja dann immer noch nachlesen, was es geht. Ja, wenn dann das Interesse besteht. Ja, aber ich finde, es ist für jede gesellschaftliche Schicht, kann es interessant sein. Natürlich nicht für jeden Menschen. Natürlich. Das steht außer, oh Gott, das soll jetzt keine Barriere sein. Also ja, das war so ein bisschen so. Nein, das soll es ja nicht sein. So, ich bin auf jeden Fall der Meinung und ich weiß nicht, warum
du kannst immer in ganz seltsamen Dingen, da hast du auf einmal eine Position und da sprichst du dagegen. Es ist immer irgendwie ganz, ganz komisch, wogegen du Positionen einnimmst. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass wir Kunst brauchen, dass wir Kunst weiterhin brauchen und gerade wenn es Richtung Klima geht, wenn es Richtung Umwelt geht, was auf uns zukommt, ist Kunst einfach notwendig. Und das, was Fridays for Future zum Beispiel machen, geht auch in diese Richtung. Es ist letztendlich Aktionskunst. Das ist das, ja, das meine, macht aufmerksam. In der Hinsicht kann man ja alles als Kunst betrachten. Nein, aber es ist eine Art, es waren auch größere Installationen, es war, die haben einiges gemacht. Ja, dann ist Peter auch Kunst. Ich weiß, was du meinst. Teilweise sind Peter-Aktionen Kunst. Ich sehe ja, das. Ja. Ja, ich denke nur, dass wir gerade, ich freue mich einfach wieder mehr in die Richtung zu sehen und irgendwie konsumieren zu können. Oh Gott, das stimmt. Das ist ja keine Frage. Das ist natürlich cool. Also es wäre auch, müsste ja eigentlich dann auch wieder offen haben, oder? So, okay. Was hast du noch? Hast du noch was? Habe ich, nee, das war alles sehr unspektakulär die Woche. Ja, dann ist okay. Wir haben, okay, jetzt übernehme ich schon wieder, aber bevor wir da gar nichts sagen, dann sage ich, du hast mich zu Olivia Rodriguez gebracht. Das ist eine ganz junge, die hat bei dieser Highschool-Music-Serie mitgespielt. Und du sagst mir immer, ich höre keine neue Musik und das stimmt ja auch. Obwohl ich Phoebe, wie hieß sie? Die habe ich vor dir gehabt. Höre ich das? Funeral. Nein, aber es ist eine junge Musikerin. Ich weiß nicht, von wem du Funeral. Sprichst. Funeral. Was der? Nick Cave and the Bad Memes? Ja. Ach, okay. Oh Gott. Nee, auf jeden Fall. Arsch. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall hat mich das sehr berührt. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal gehört und ich habe den Text eigentlich direkt verstanden, weil es kein schwerer Text ist. Und da geht es letztendlich darum. Ja, du meinst Betrayer? Genau, dass sie praktisch davon singt: Ey, du hast mich nicht, du hast nicht wirklich mich, du bist mir nicht fremd gegangen, aber du hast mich trotzdem betrogen. Und du hattest zwei Wochen später hattest du diese neue und hast gedatet und hast irgendwie, und das hat mich so an die Situation damals erinnert und habe auch nochmal. Absolut. Drüber nachgedacht, was ich da alles falsch gemacht habe. Natürlich ist jede Trennung irgendwie ein Stück weit anders und das war nicht nur ich alleine, das würde ich jetzt auch nicht so sagen, aber ich habe trotzdem daran gedacht, wie das damals war und es hat so, es hat so wie die Faust aufs Auge irgendwie gepasst. Und das ganze Album dreht sich ja dann darum. Also ich muss sagen, das fällt ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Ich fand die ersten 3-4 Songs grandios von dem Album. Und dann fällt es für mich ein bisschen ab. Weil man merkt schon, dass der Horizont des Albums ist sehr, sehr beschränkt. Es geht um diese gefühlt, yeah. Okay, war das die erste Liebe und die verliert sie und darüber schreibt sie Songs und es wiederholt sich teilweise, thematisch wiederholt sich. Aber ich finde, ja, das stimmt, aber ich finde es irgendwie gut, dass sie steht ganz oft mit zumindest als mit dabei, was das Texten angeht, relativ oft oder bei jedem Song. Ja, nee, das hört man auch, also und, das hätte ich jetzt gedacht. Ja, ist irgendwie einfach ein cooler Look auch und auch ich finde Trader mitunter der beste Song. Ja. Ich bin das von der Single Driver's License und ich muss halt jetzt auch von ihrer neuen Single, weil es das einzige ist, was so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, es erinnert schon stark an Avril Lavigne. Die anderen sind ja der Rest, bis auf der Brutal, der Anfangssong, alle sehr, sehr, sehr ruhig. Ja. Und so ein bisschen was. Der Brutal, der am Anfang, der erinnert echt so an so 80er-Jahre-Punk, ja, halt dieser Girl Song, Punk, dieser ja, von Song Dave Grohl jetzt, mit der Tochter. Ja, genau, aber die beziehen sich ja letztendlich auch auf ältere Musik. Weißt du, diese Musik gab es ja schon. Ja, aber ich finde, der Beginn und so, also ich finde, das ist voll ist gleich. Ähnlich, ist sehr ähnlich, ja. Aber nächstes ist sehr gut. Ich finde es auch Sour sehr schön. Heißt das Album, ne? Sour. Wie man es so ausspricht. Und Olivia Rodriguez, hört es euch an, es ist aktueller heißer Scheiß.
Oh, an der Hinsicht vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Haben wir noch Zeit dafür? Ja. Geh ganz schnell. Gelesen, Pink hat ja eine neue Prime-Doku. Mhm, und ich bin ja ein großer Pink-Fan. Also einfach so von ihrer Attitude auch her und ihrer Lebensweise, weil es ja sehr kontrovers ist zu dem, was im amerikanischen Pop oder generell im Pop. Ja. Ist immer so ein bisschen das Gegenbeispiel gewesen. Sehr maskulin, aber und jedenfalls habe ich den Trailer gesehen zur Doku und das fand ich sehr cool. Also es gibt wahrscheinlich mehrere Trailer und der Trailer hat sich einfach darauf bezogen. Da wurde ein bisschen das Thema die Familie und Erziehung thematisiert, weil sie ist der, dass ich dir auch erzählt habe, sie ist der Auffassung, dass also sie möchte ihre Familie immer mit dabei haben. Sie weiß, dass sie keinen normalen Job hat, kein normales Leben und nimmt halt so die Zeit mit und sie ist halt der Auffassung, dass ihre Kinder dadurch so viel mehr Bildung erhalten, indem sie mit Leuten umgeben sind, die tagtäglich ihr Bestes geben, die zur großen Wahrscheinlichkeit ihren Traumjob erfüllen. Und davon redet sie von ihrer Band, die verschiedenen Musiker bis hin zu diesen ganzen Bühnenleuten. Ja. Und das irgendwie, ja, das ist cool. Die Familie generell wirkt ja irgendwie einfach super modern auf eine angenehme Art und Weise, was Denkweisen angeht. Mhm. Natürlich will sie denen auch wahrscheinlich das ermöglichen, was sie niemals hatte. Es war ganz cool. Ich weiß nicht, wie die gesamte Doku ist, aber ich war ja auch immer jemand, der gerne auf ein Pink-Konzert möchte, einfach weil diese ganze Akrobatik, da 20 Meter über dem Publikum schweben und dann singen und dann sich noch drehen. Helene Fischer-Effekt ist das. Ja, war halt überkrass. Ja. Singen wir dann noch so. Nee, natürlich, das ist schon gut. Aber dieser Trailer, das fand ich echt. Das ist cool, weil sind wir ehrlich, was lernt man in der Schule grundsätzlich, ne? Ganz ehrlich, überhaupt nichts lernst du in der Schule. Du musst, und das ist der Punkt, du musst von Leuten umgeben sein, die für irgendwas Begeisterung haben. Begeistert, inspiriert sind, dich inspirieren, dich irgendwie einfach motivieren. Und du darfst nicht so viele Trantüten um dich rum haben, die alle irgendwie nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, weil sie irgendwie nicht keinen Bock auf ihren Job haben. Das ist toxisch, ja? Und wenn du dann... Und das macht Schule mit einem. Genau, das macht Schule. In alte Muster dich reinbringen. Richtig. So kann sich keine Gesellschaft verändern. Nein. Ich meine, es muss irgendwie eine Art Bildung geben. Es muss auch, der Staat muss für Bildung sorgen. Das ist schon wichtig. Aber es müsste trotzdem revolutioniert werden, das Ganze. Ja, das steht ja auch außer Frage. Ich meine, aber die Art und Weise, vielleicht mal die Fächer zu überdenken, was bringe ich? Total. Weißt du? Ja. Natürlich ist es nie verkehrt, mal so Mathe, Deutsch, Englisch, irgendwie halt doch so Fächer. Ja. Aber selbst das kann man ja wahnsinnig facettenreich gestalten. Und du müsstest einfach vorgeben als Staat. Du müsstest einen neuen Lehrplan aufstellen und dann müsstest du die ganzen alten Lehrer, die schon so eingefahren sind, die müssten sich da mal mit einem ganz neuen Fach beschäftigen. Wie geil wäre das denn? Ich meine, man sagt ja oft, okay, wahrscheinlich können alte Lehrer sich mit diesen ganzen sehr jungen Themen irgendwie nicht ganz so identifizieren und können es dann auch nicht rüberbringen. Das kann ja schon sein. Aber ich glaube trotzdem, auch die älteren Lehrer können sich mal mit den neuen Dingen beschäftigen. Weil viele fahren doch 10 Jahre lang ihren gleichen Kram. Also ist ja wohl nicht, da verändert sich ja nichts mehr irgendwann. Bei vielen Lehrern. Es gibt natürlich sehr engagierte Lehrer, aber bei vielen Lehrern ist es doch einfach so, okay. Ja, weil man wahrscheinlich auch keinen Bock hat, weil die Arbeit immer schlimmer wird. Ja, ich kann es verstehen. Das ganze System, das ist einfach grundlegend so. Ich weiß nicht, wie lange kann man irgendwas gegen eine Wand fahren lassen, bis es komplett auseinanderbricht. Ja. Ich meine, da sind wir wahrscheinlich noch Jahre von entfernt, aber wenn jeder weiß, was ist scheiße, eine Gesellschaft verändert sich so krass, man ist so bestimmt durch andere Kulturen und das verstehe ich nicht. Ja. Wenn irgendjemand von euch, die uns gerade hören, irgendwie auch schon Kinder haben, im schulfähigen Alter, schreibt doch mal irgendwie bei den Kommentaren oder bei Instagram, was ihr von der Schule aktuell haltet. Ich meine, wir können was dazu sagen, aber wir sind jetzt nicht so dicht dran. Mich würde es wirklich mal interessieren. Ja, aber ich denke mir an meine eigene Schulzeit, Realschulzeit, okay, denke ich mir so. Aber wir wissen ja nicht, ob sich was verändert hat. Das ist ja schon ein bisschen her jetzt. Aber 10 Jahre her. Ja, aber nö. Nein, ja, vielleicht wäre mal ganz interessant. Ich würde mal ganz gerne so irgendwie
ein paar Sachen hören. Nee, ich weiß auch nicht, das macht mich voll aggressiv. Ich weiß, man braucht so eine gewisse Grundbildung, aber ich denke mir so, sowas ist doch wie, okay, ganz cool, einfach so wie, ich meine, wenn man studiert, entscheidet man sich ja auch für ein spezielles Fach, wo man dann noch tiefer reingehen möchte. Weißt ja, du, was ich meine? Du musst ja eine Basis schaffen. Ja, das deswegen, ist ja Quatsch, man sagst. Kann ja auch so einen Grundkurs schaffen und dann... Zwei Wochen Grundkurs oder was? Nee, der natürlich länger geht. Sowas wie ein Jahr Schule, wie wir das halt im HEP hatten. Also die Grundschule musst du schon so machen. Nee, Grundschule sage ich auch gar nicht. Nein, ich rede alles, was darüber hinaus ist. Genau, darüber hinaus kannst du sehr viel verändern. Ich glaube, die Grundschulbasis muss ja irgendwie schon da sein. Nee, das ist ja klar. Grundlegend schreiben und rechnen können irgendwie und so, ne? Und brauchst ein bisschen allgemein. Ich meine, die lernen schon Englisch da. Also, natürlich. Die lernen schon voll lange Englisch ab der dritten Klasse. Nee, ich weiß, das Schulsystem regt mich so auf. Ja, dann sei froh, dass du keine Kinder hast. Ist doch auch gut. Ich will Kinder. Musst ja nicht mehr in die Schule. Ich will jetzt Kinder mit dir machen. Nee, ich will aber nicht. Ich will's nicht. Ich will's gerade nicht. Du bist mir zu aggressiv im Moment. Dann guck mir nur Oma wieder so. Du bist mir zu viel am Schlagen. Okay. Du bist mir echt zu viel am Schlagen. Du bist mir zu aggressiv. Du bist zu körperlich aggressiv im Moment. Ich bin einfach ganz, sehr reflexartig. Ja, reflexartig. Weißt du, was meine Mutter gemacht hat? Was denn? Aber noch. Du reizt heute die Stunde raus. Ich, ne? Steig aus dem Auto. Die hat mich, glaube ich, gesehen. Jedenfalls ist sie auch rausgekommen und hat mir beim Tragen geholfen. Glaube ich. Jedenfalls kam sie, kneift mir in meinem Popo. Und das Erste, was sie sah, ist schon ganz schön schwabbelig. Boah, das hatte ich getroffen, ne? Da habe ich gedacht, so ein. Und dann haben wir aber auch unseren Popo verglichen. Ich habe wirklich nichts, ich habe Flachland und die hat einfach so... Ja, das tut mir irgendwie auch immer leid, dass du dir da einen abtrainierst und du kriegst... Ich trainiere jetzt nicht speziell meinen Arsch. Nein, aber du machst Kniebeugen und so. Aber da passiert ja schon ziemlich wenig, das stimmt ja. Gar nicht. Ich denke immer, ich habe einen Bombenarsch und dann sehe ich mich von der Seite und denke mir so, nein. Er ist halt weich. Da drunter sind Muskeln. Aber er ist halt noch sehr weich. Aber dann bleibt man da dran. Ich glaube, ich mache eh so ein Komplett-Lifting, wenn ich... Das habe ich hier schon. Komplett-Lifting, oder? Ich mache so ein Body-Forming, habe ich mir schon geschworen. So, du, Frau Body-Forming, ich glaube, wir müssen langsam mal Schluss machen. Ja, so. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Ins wohlverdiente Wochenende. Ihr habt eine schöne Woche jetzt erstmal. Ja, das eine ist schöne Montag. Startwoche, eine schöne, wenn ihr das hört. Ja, und dann... Dann sehen wir uns oder dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu, genau. Folge 41. Wow. Guck mal, schon 41. Wowzen. Wir waren heute die 40. Folge hier. Jubiläum. Crazy. Crazy for you.